einfach gefahren. Oh. Oh. Die Jungscha. Ja, heute zu dieser tollen gesanglichen Einlage gibt es natürlich auch einen Sinn, ne? Denn wir haben heute für euch zu unserem Lieblingslied, hier steht nochmal, wie das heißt, du standest in der Schrift. Sorry. Naja, also hier steht, genau, könnt ihr euch gerne auch so anhören, aber wir haben ein Musikvideo dazu gedreht und wir sind richtig abgegangen, wir zeigen es euch mal, okay? Jo, also dann. Viel Spaß! Juhu! Feel, feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. I'm good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first cause we going, you going insane. Jetzt nicht mehr klatschen. Ja, ihr könnt aufhören zu klatschen. Danke, danke. Danke. Okay, klatscht noch ein bisschen, bitte. Ja, nochmal klatschen, fühlt sich gut an. Ja, danke, ja. Danke, danke. Ja, ihr könnt jetzt aufhören. Hat eh niemand geklatscht. Psst. Psst. Sorry. Was kommt jetzt? Jetzt kommt, wie jede Woche, die Ande. Viel Spaß! Ja! Den Joke haben wir letzte Woche schon gebracht. Lass einfach abhauen. Okay. Schaut euch das an, meine Herren. Da hat wohl jemand alles liegen und stehen gelassen. Da liegt Werkzeug, Fahrradzeug, der Staubsauger. Mensch! Da muss es was gegeben haben. Was besser war, was interessanter war. Wie aufräumen. Tja, das Chaos, das habt ihr gesehen. Mensch, da haben es wirklich welche eilig gehabt. Ich gestehe, es war bei meiner Familie. Wenn dann das Essen so richtig herrlich schon auf dem Tisch steht und duftet, dann nehmen sie sich nicht mehr die Zeit, die Schuhe und die Jacke aufzuräumen. Verständlich. Bin auch nicht schön. Aber es gab einfach was Besseres. Oder nach dem Essen. Die Teller und die Spülmaschine. Es gibt doch was viel Besseres. Geschwind hochrennen und zum Chillen aufs Bett sich schmeißen. Also, manchmal lässt man was liegen und stehen, weil es was Besseres gibt. Zumindest gibt es jetzt zwar im Sinne meiner Kinder. Aber wir haben heute auch in der Geschichte was. Da hört einer was und das findet er viel besser und lässt alles liegen und stehen. Wir sind gespannt. Oh, schon ganz schön früh. Ich war jetzt die ganze Nacht mit meinen Kollegen auf dem Wasser. Boah, so eine Nacht will ich nicht nochmal haben. Der Mond scheint zwar hell, und eigentlich ideale Voraussetzung, echt guten Fang zu machen.
Aber alles, alles, was wir in unserem Fischerdasein je gelernt haben, hat nicht zum Erfolg geführt. Kein Fisch. Das Netz ist leer. Echt frustig. Müssen wir jetzt heim? Von was kaufen wir dann Essen? Von was wird meine Familie satt? Hoffentlich war das eine Ausnahme. Sonst sieht es echt übel aus. Ohne Fisch können wir uns nichts zum Essen kaufen. Wir können nicht mal Fisch essen. Oh. Hey Leute! Abbruch. Es wird schon morgen. Kommt, lasst uns umkehren. Ich bin hundemüde. Was wir jetzt nicht gefangen haben, fangen wir heute eh nicht mehr. Lasst uns heimfahren. Eine Runde ins Bett. Okay. Komisch. Was für ein Tumult heute am Strand ist. Ach, tun wir mal die Netze einfach gucken, ob es ein Loch drin ist. Sonst, wenn man mal einen Fisch fangen würde, würde uns wohl noch entwischen. Hä? Redest du mit mir? Du willst mein Boot ausleihen? Kein Problem. Ach, nur ein Stück rausfahren. Ah, damit die Leute dich besser sehen und hören. Verständlich. Ja, ja, mache ich. Komm, steig ein. Was? Ich soll Fische fangen? Am helllichten Tag? Hey, also, wenn jemand von Fischen Ahnung hat, dann ich! Hey, ich bin Simon der Fischer. Logisch hab ich Ahnung von Fische. Hey, ich bin zwar hundemüde, aber ganz bescheuert bin ich nicht. Ich weiß, was man wann tut. Heute Nacht hat kein Fisch gebissen. Ich soll's machen? Okay. Auf dein Wort. Ich werf die Netze aus. Jungs! Netze auswerfen. Ja, ja. Bisschen verrückt. Machen wir trotzdem. Der hat's gesagt. Ja, schaden kann's ja nicht. Auf, Netze raus. Hey, Jungs. Kommt mal. Ist ja unglaublich. Das Netz ist total voll. Boah. Hey, pack mal mit an und... Boah, und jetzt haben wir es gleich im Boot. Oh, boah, Leute, mein Boot geht hier unter. Da ist ja Oberkante gleich fast Unterkante, Wasserkante und Bootkante. Boah, das gibt's doch gar nicht. Nur weil du, Jesus, hier an Bord bist, diesen Fang? Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich hätte es nicht geglaubt. Was? Hä? Ich soll jetzt Menschenfischer werden? Was ist das? Ah, mit dir mitgehen und Menschen zu dir führen, weil du der Herr des Lebens bist, weil du satt machst. Alles liegen und stehen lassen. Ja, bei so einem Fang, Herr, ich gehe mit dir. Ich gehe dahin, wo du hingehst. Ich lass alles liegen und stehen. Das war also die Geschichte von Petrus. Von Simon. Simon heißt er erst und später nennt ihn
Jesus dann Petrus. Er gibt einen neuen Namen. Aber in unserer Geschichte heißt er noch Simon, obwohl es der gleiche ist, von dem sich schon letzte Woche gehandelt hat. Dieses Mal erlebt er Jesus zum allerersten Mal richtig echt. Ich glaube, ihm war es am Anfang noch nicht so bewusst, dass er diesen gigantischen Fang gesehen hat. Da war es klar, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist nicht logisch. Es macht gar keinen Sinn, es ist unnatürlich. Da muss einer am Werk sein, der alle Macht auf Himmel und auf Erden hat. Ich glaube, das hatte Petrus erkannt. In der Bibel steht, er hatte schreckliche Angst. Das konnte ich so schlecht spielen, weil man nicht auf die Knie fallen konnte, sonst hättet ihr es vom Bildschirm nicht mehr gesehen. Aber er hat erkannt, das ist jetzt nicht menschenmachbar. Da ist wirklich Jesus, der Sohn Gottes, da. Und die haben schon so hunderte von Jahren auf einen Erlöser gehofft und gewartet, die Israeliten. So ein Simon, sein Leben war da, da kommt ein Messias. Und plötzlich, völlig unglaublich, steht er vor einem und will was von einem und beschenkt einen überreich. Und dann sagt er noch, lass alles liegen und stehen und folg mir nach. Dieses alles liegen und stehen, ihr habt es am Anfang gesehen. Ich habe gesagt, man lässt eigentlich gern was liegen und stehen, wenn es was Besseres gibt. Wenn man sich auf was freut und es gleich umsetzen kann. Und Petrus hat sich gefreut, mit Jesus unterwegs zu sein. Er hat alles liegen und stehen gelassen. Er hat ja erst die Boote aufräumen, die Netze aufräumen und vielleicht die Fische verkaufen und was weiß ich können. Eine große Abschiedsparty. Versteht? Nee, er ist Jesus einfach gleich gefolgt. Weil er wusste, beim Heiland, beim Herrn Jesus, bei Jesus zu sein, das ist das Beste, was es gibt. Und er will mich mit mir sein und mich nutzen, damit ich Leute für ihn mitgewinne. Der hat so viel Vertrauen in mich und er begleitet mich und ich darf ihn begleiten. Das hat ihn fasziniert. Das wünsche ich uns, dass wir auch sagen, boah, es ist so toll zu wissen, Jesus ist an unserer Seite und ich darf mein Leben mit ihm leben, an seiner Seite, an meiner Seite und wissen, er geht mit mir durch dick und dünn und ich darf zu Jesus einladen, weil es was Besseres nichts geben kann. Das ist echt eine tolle Geschichte. Und ich möchte auch manchmal alles liegen und stehen lassen, um Leute zu sagen, hey, ein Leben mit Jesus, das ist super. Heute gibt es passend zur Geschichte ein Rezept für diese kleinen Baiser-Fischchen. Ihr braucht ein Backblech, dann eine Prise Salz, 200 Gramm Puderzucker, eine große Schüssel, ein Rührgerät, 4 Eier bzw. davon das Eiweiß, einen Gefrierbeutel und dann am besten noch 2 Schüsseln. Da rein trennen wir jetzt erstmal die Eier. Wenn ihr das noch nicht hinkriegt, dann fragt ihr einfach einen Erwachsenen oder ein Geschwisterkind. Dann schüttet ihr das Eiweiß einfach in die große Schüssel. Und falls hier jetzt Eigelb reingekommen ist, dann könnt ihr noch versuchen, das mit einem Löffel ganz sauber rauszukriegen. Falls aber nicht klappt, dann benutzt es lieber nicht, weil sonst klappt es nicht mehr mit dem Steifschlagen und benutzt dann einfach ein ganz neues Ei. Hier habe ich jetzt das ganze Eiweiß reingetan. Das Eigelb habe ich schon zur Seite gestellt. Da könnt ihr einfach eure Mama fragen, ob die das irgendwie gebrauchen kann. Oder wenn ihr da einfach noch ein paar Eier zumischt, dann könnt ihr daraus auch ein ganz normales Rührei machen. Und das muss jetzt geschlagen werden, bis es ganz steif ist. Wenn ihr dann schon ein bisschen geschlagen habt, dann könnt ihr dann die Prise Salz reinmachen und dann einfach noch ganz fertig schlagen. Jetzt ist es steif, das sieht man daran, dass man es umkippen kann, ohne dass was rauskommt. Oder einfach, dass hier diese kleinen Zipfelchen so stehen bleiben. Jetzt kann man den Puderzucker dazu tun, nach und nach, einfach immer ein bisschen und dann wieder weiter umrühren, bis alles drunter gemischt ist. So sieht die bei mir jetzt fertig aus. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die ein bisschen zu flüssig ist, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen Puderzucker zutun. Und das Ganze wird jetzt einfach in einen Gefrierbeutel reingefüllt. Dafür müsst ihr den oberen Rand so umstülpen. Das ist sozusagen so ein kleiner Beutel. Und dann relativ in eine Ecke einfach reingießen.
Ich habe das jetzt mit dem Schaber einfach hier reingefüllt und mache hier jetzt einen Knoten rein. Wenn ihr beim Reinfüllen in die Tüte Probleme habt, dann fragt einfach irgendjemanden, ob der euch die Tüte halten kann, dann geht es besser. Jetzt schneide ich hier ein ganz kleines Loch rein. Größer kann man es im Notfall immer noch machen. Und damit spritze ich jetzt hier einfach einen Fisch drauf. Erstmal so die Form. Das Ganze kann man dann ausfüllen. Und damit mache ich jetzt das ganze Blech voll. Die kommen jetzt 30 bis 60 Minuten lang in den vorgeheizten Ofen bei 130 Grad Umluft. Und das, die Zeit variiert, aber je nachdem müsst ihr gucken, wie groß die sind. Guckt einfach, dass die circa goldgelb, also wirklich nur ganz leicht bräunlich werden. Ich habe die vorher aus dem Ofen geholt und ein bisschen auskühlen lassen. Jetzt mache ich die einfach mit einem relativ scharfen Messer, mache ich die dann einfach so vom Blech weg. Und dann sind die kleinen Fische auch schon fertig. Jetzt geht es wieder mit der Geschichte weiter. Letztes Mal sind die drei mit dem Fahrrad angekommen und die Antonia ist sogar in die Halle reingegangen. Und der Dieb, der kam dann nach einer Weile auch wieder raus und da geht es jetzt weiter. Emma und er waren gerade erst an dem Gebäude angekommen, da hatten sie lautes Kratzen und Schaben. Dann erblickte Frankie ein Bein in Jeans, das sich über den Rand des nächsten Fensters schwang. Und gleich darauf kam Antonia zum Vorschein, voller Spinnweben und noch mehr Dreck im Gesicht, verschwitzt und schwer atmend, aber unversehrt. Emma atmete hörbar auf. Antonia ließ sich die Außenmauer hinab, bis sie nur noch mit den Händen am Fensterrahmen hing. Dann ließ sie sich fallen. »Oh Mann, Antonia, mir ist fast das Herz stehen geblieben«, rief Emma und schloss ihre Freundin in die Arme mit Spinnweben und allem. »Ja, echt, das nächste Mal müssen wir irgendwie verhindern, dass du wieder so einen Stund abziehst«, fügte Frankie hinzu. »Das war wirklich knapp.« Antonia wischte sich den Dreck von der Stirn. »Vielleicht, aber es war nie richtig gefährlich. Da drin steht so viel Krempel, es war überhaupt kein Problem, sich zu verstecken. Er hat mich nicht bemerkt.« »Na und?« »Hat es etwas gebracht?« »Erzähl schon«, drängte Frankie. Antonia schüttelte den Kopf. »Rein gar nichts. Da drin ist nicht ein einziges Fahrrad. Sehr merkwürdig. Und ich habe wirklich alles abgesucht.« »Und das, während der Typ die ganze Zeit mit dir drin war?« »Das hätte ich mich nicht getraut.« Emma riss vor Schreck die Augen auf. »Das war ja gerade das Merkwürdige. Als ich in die Halle kam, war er eben nicht da drin. Sie war leer, bis auf das Gerümpel natürlich. Ich bin ganz einfach überall herumgelaufen und habe in jeden Winkel gesehen.« »Dann war er bestimmt in einem Nebenraum«, meint Frankie. »Das habe ich auch gedacht, aber es gibt da drin nur eine Schiebetür nach draußen. Es ist nur ein winziger, ein einziger großer Raum.« »Wie ist er denn aus dieser Halle gekommen?«, fragte Emma. »Das kann ich nicht erklären. Ich habe gerade eine Wand nach einer Öffnung abgesucht. Da war auf einmal hinter mir ein lautes, kratzendes Geräusch. Ich bin in Deckung gegangen und dann stand er einfach da. Wo er hergekommen ist, habe ich nicht gesehen.« »Und der Kastenwagen?«, wollte Frankie wissen. Antonia zuckte mit den Schultern. »Nicht in der Halle. Den muss er woanders abgestellt haben. Sie sollten vielleicht die anderen Gebäude noch absuchen.« Und das taten sie. Sie durchkämmten jeden Winkel, öffneten jede Tür, sahen durch jedes Fenster. Aber der Wagen blieb verschwunden und das Versteck des Diebs unauffindbar. Reifenspuren gab es auf dem asphaltierten Fabrikhof auch keine. Ratlos brachen die drei Freunde ihre Suche schließlich ab, denn es wurde schon langsam dunkel. Es war Zeit, heimzufahren zur Seeburg. Familie Reimann bekommt Besuch. Am nächsten Tag warf Antonia ihr Rad in die Wiese vor St. Valentin und lief zu der kleinen Kirche, die ihren schlanken Zwiebelturm hoch über Allmannshausen reckte. Mit Wucht stieß das Mädchen die schwere Tür auf und rief ins Kirchenschiff: »Papa, bist du hier?« Die alte Dame, die in der vorletzten Reihe kniete, fuhr hoch und ließ fast den Rosenkranz fallen. Als sie Antonia entdeckte, die in der offenen Tür stand, funkelten ihre Augen vor Zorn. »Oh, Entschuldigung«, sagte Antonia verlegen. »Die alte Grieshuber«, dachte sie, »die hat mir gerade noch gefehlt.« »Das hier ist a Kirch, da muss man nicht so schreien. Ein heiliger Ort von unserem Herrgott«, pauchte die Frau.
Es tut mir leid, Frau Grieshuber. Ich dachte, hier sei niemand. Antonia sah sich um. Da öffnete sich die Tür zur Sakristei. Antonia? Andreas Reimann trat in den Raum und kam ihr mit im Mittelgang entgegen. Was machst du denn hier? An Radau, zischte die alte Dame. Hummt einfach hier nein. So eine Frechheit. Ich wollte nicht stören. Es tut mir leid, entschuldigte sich Antonia erneut. Es war ihr ernsthaft peinlich, denn es war nicht das erste Mal, dass sich Frau Grieshuber über das freche Madel von der Seeburg aufregen musste. Nicht einmal in Ruhe, komma beten. Na, diese Jugend von heute. Kein Respekt. Na, na, na. Frau Grieshuber war aus ihrer Bank getreten und stand nun schimpfend und gestikulierend vor Antonias Vater. Dieser legte dem Mädchen die Hand auf die Schulter und sagte, Frau Grieshuber, Sie müssen meine Tochter entschuldigen. Meine Frau und ich bemühen uns redlich, aber Sie wissen ja, wie die jungen Leute sind. Antonia sah voller Erstaunen zu ihm hoch. Was redete er denn da? Frau Grieshuber aber schien die Worte zu gefallen. Da, dann machen's mal weiter und ab und zu einen kleinen Klaps, der kann nicht schaden. Damit humpelte die alte Frau vor sich hin, schimpfend aus der Kirche. Wie ist die denn drauf? Antonia schüttelte den Kopf. Und du, was erzählst du denn davon, wie junge Leute sind? Ach, du kennst sie doch. Das war das Gerede, das ihr gefällt und der schnellste Weg, sie zu beruhigen. Natürlich übertreibt sie. Aber Schätzchen, es ist wirklich keine Art, so in die Kirche zu platzen. Andreas Reimann zwinkerte Antonia zu. Er kannte schließlich seine Tochter nur zu gut. Und was verschafft mir die Ehre? Kommst du etwa, um mir zu helfen? Fragte er dann und schwenkte den Putzlappen, den er in der Hand hielt. Antonia erinnerte sich plötzlich wieder an den Grund, warum sie den Steinberg zur Kapelle hochgeradelt war. Papa, warum muss ich zu Sina und Lukas ins Zimmer ziehen? Das ist voll blöd, Mann. Mit verschränkten Armen ließ sie sich in eine Bank fallen. Ah, jetzt verstehe ich. Du hast mit Mama gesprochen. Ja, brummte Antonia. Und sie hat dir von der frühen Ankunft unserer neuen Mitbewohner erzählt? Ihr Vater nickte wissend. Schatz, das ist doch nur für ein paar Tage. Du weißt doch, dass wir mit der Wohnung im Anbau nicht fertig geworden sind. Dort werden Angelika und ihr Sohn einziehen. Aber es geht erst nächste Woche. Aber warum kann denn dieser Jakob mit seiner Mutter nicht einfach in einem der Gästezimmer wohnen? Antonia ließ nicht locker. Ihr Vater seufzte. Weil heute eine Gruppe anreist und wir kein Zimmer mehr frei haben. Aber das ist voll gemein. Voll gemein? Ja, immer muss ich mein Zimmer räumen, wenn wir Besuch bekommen. Immer? Andreas Reimann setzte sich neben seine Tochter, die ihre Beine gegen die Bank vor sich baumeln ließ. Okay, meinte er und legte den Finger an sein Kinn. Dann ziehen halt Sina und Lukas zu dir und Angelikas Sohn bekommt ihr Zimmer. Ha, ha, ha. Antonia verdrehte die Augen. Das ist ja noch schlimmer. Die bringen mir nur alles durcheinander. Ach Mann, Papa. Sie lehnte sich an ihren Vater, der den Arm um sie legte. Schätzchen, das ist doch nur für 1 bis 2 Wochen. 1 bis 2 Wochen? Gerade war es noch eine. Okay, höchstens 3. Dann haben wir die Wohnung ganz sicher fertig. Mann, warum muss dieser Jason, er heißt Jaron, korrigierte sie ihr Vater, nicht Jakob und auch nicht Jason. Meinetwegen Jaron? Was ist das denn für ein bescheuerter Name? Warum kann der Typ nicht erst anrücken, wenn die Wohnung fertig ist? Weil die Schule am Montag anfängt. Besser ist von Anfang an in seiner neuen Klasse dabei und nicht erst 2 Wochen später. Na toll, und ich kann jetzt ausbaden, dass ihr nicht fertig geworden seid. Antonia schmollte. Vater lachte. Ach mein Schätzchen, du bist einfach zu süß, wenn du dich aufregst. Mann, Papa, jetzt hör auf. Na gut, immerhin, ich habe gehört, dass dieser Jaron ein ganz netter sein soll. Andreas Reimann zwinkerte seiner Tochter zu. Boah, Papa, du bist voll peinlich. Antonia boxte ihn in die Seite, konnte aber ihr Lächeln nicht verbergen. Na gut, meinte sie dann, wenn ich mein Zimmer schon hergeben muss, dann will ich dafür auch Miete. Miete? Ja klar, immerhin ist die Seeburg eine Jugendherberge. Da gibt es keine Zimmer umsonst. Außerdem muss ich zu meinen mega obernervigen Geschwistern ziehen, während bei mir irgend so ein Jaron haust und mein Zimmer verseucht. Okay, dann lass uns mal überlegen, sagt ihr Vater.
Dein Zimmer ist ungefähr 10 Quadratmeter groß. Das macht nach unserem Tarif um die 100 Euro Miete im Monat. Ja, genau, bestätigte Antonia überrascht und freute sich schon. Doch Andreas Reimann fuhr fort. Also, 100 Euro im Monat sind 1200 Euro im Jahr. Du bist jetzt 12. Im ersten Jahr hast du bei uns im Zimmer im Kinderbett geschlafen. Das macht 11 Jahre mal 1200 Euro. Antonia wurde mulmig. Das heißt, du hast bei mir so um die 13.200 Euro Mietschulden. Naja, wenn Jaron zwei Wochen lang in deinem Zimmer wohnt, dann nur noch 13.150 Euro. Er lächelte sie triumphierend an. Antonia seufzte. Wieder war sie ihrem Vater auf den Leim gegangen. Ach Papa, du bist voll doof. Ja, und außerdem fies, unfair und gemein, bestätigte Andreas Reimann und grinste. Aber mal was anderes, ich bräuchte einen Rat von dir. Und welchen? Maulte seine Tochter. Er zog ein Smartphone aus der Hosentasche. Mein Handyvertrag läuft aus. Ich weiß nicht, was ich mit meinem alten Gerät machen soll, wenn ich das neue bekomme. Du kannst es ja über eBay verticken, sagte Antonia lustlos. Stimmt, gute Idee, antwortete ihr Vater. Aber ich dachte, dass jemand Bestimmtes es vielleicht brauchen könnte. Wie? Wer denn? Antonia verstand nur Bahnhof. Augenzwinkernd streckte er ihr das Gerät hin. Du meinst doch nicht etwa... Ihr Vater nickte. Das ist ja so cool. Antonia fiel ihm um den Hals. Ihre Eltern waren in manchen Sachen voll altmodisch, fand sie. Denn sie hatten sie bisher konsequent von jeglichen elektronischen Spielereien ferngehalten. Nur wegen ihrer Krankheit besaß sie ein altes Tastenhandy. Aber sag Mama mal noch nichts, fuhr Andreas Reimann fort. Ich muss mit ihr noch reden. Ja klar, und eine Bedingung. Es gibt klare Regeln für das Ding. Ja, ja, Antonia war alles recht. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. In diesem Moment läutete das Smartphone. Andreas Reimann schaute seine Tochter entschuldigend an, zuckte mit den Achseln und strich über das Display. Reimann, meldete er sich. Als er merkte, worum es sich handelte, stand er auf und ging in den hinteren Teil der Kirche. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche.